Helga. Ja. Familie ist da. Ja. Also, ich sag mal so, die intensiven Weihnachtstage auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall eine Weihnachtsmaus, also das kann ich euch sagen. Die Weihnachtstage haben für mich schon gestartet. Es ist alles geschmückt, der Baum steht schon lange. Und, aber jetzt, sag ich mal, ist auf jeden Fall so diese sehr familiennahe Zeit, die startet, glaube ich, damit, ja. Steffi ist für die Soft Skills zuständig, was die Weihnachtsfrage angeht. Genau, was du auf deinem Wunschzettel hattest. Auf einem Wunsch? Irgendwas für 20 Euro. Für 20 Euro? So. Das sind Fragen, es gibt nichts Schlimmeres. Also was ich auf meinem Wunschzettel habe für 20 Euro, oder was meinst du? Ja. Hast du dir was gewünscht? Ich hab mir tatsächlich gar nichts gewünscht. Ich bin kein Geschenkemensch irgendwie. Ich find's einfach schön, die Zeit miteinander zu verbringen. Aber du gibst auch nichts ab dann. Ja. Ich bin aber wahnsinnig schlecht daran. Meine Familie ist da. Sorry, falls die Geschenke nicht gut werden. Ich gebe mein Bestes, aber für mich ist einfach dieses Zusammensein wichtiger als Geschenke. Klingt total doof, ist aber weg. Das geht überhaupt gar nicht durch. Das klingt so ein bisschen fake, aber guck mal, die Männer supporten mich. So, Heiligabend, 15 Uhr an der Tankstelle, ne? Aber dann bist du wenigstens für den Baum zuständig, oder? Okay, ich kann euch eine Geschichte zum Baum erzählen, auf jeden Fall. Ich bin ein großer Weihnachtsfan, wie ich schon gesagt habe, und auch ein großer Weihnachtsbaum-Fan. Und wir wohnen in einer Altbauwohnung und die hat relativ hohe Decken. Und da war natürlich meine Meinung, ja, wir brauchen einen großen Baum. So, dann haben wir diesen großen Baum auf einem sehr schönen, also so weihnachtsmarktartigen Weihnachtsbaum verkauft, bei uns in der Heimatstadt ausgesucht, hatten einen sehr schönen Tag da, haben auch den ein oder anderen Glühwein getrunken. Und was dann passiert ist, man verliert ja ein bisschen das Verhältnis dafür, wenn man viele Bäume sieht. Wie groß ist die eigene Wohnung und wie groß ist der Baum? Und ich kann euch sagen, und es ist kein Witz, wir mussten das gesamte Wohnzimmer umstellen. Das heißt, die Couch steht jetzt woanders, damit dieser Baum da reinkommt. Der Baum liegt quer. Quasi. Ich meine, wenn ihr die Griswolds kennt, diese Szene, wo der Baum da aufgeschnitten wird, ungefähr so sah es aus. Aber ich bin total happy und ich glaube, das nächste Jahr muss noch größer werden. Also wir müssen immer einen drauflegen. Ja. Wir sind happy, dass du da bist. Ja. Und auch dann und würden dich Richtung Bühne bitten, oder? Jetzt. Danke. Der Buch bringt dich hinüber. Konrad, danke. Zeigt dir die verschlungenen Wege hier in unserem Glashaus. Meine Güte. Aber das ist auch so ein Ding mit dem Baum. Man wird ja immer breiter. Wenn du so einen großen hast, der ist ja nach unten riesig. Das ist richtig. Ja. Deswegen musst du auch immer unten abschneiden. Ich hab den selber, deswegen, der muss gegossen werden. Wenn der Morgen Kopf hängen lässt, haben wir ein Problem. Ja, ist ja gut, dass gleich Schluss ist hier. Ja. Der Baum gegossen wird, ja. Auftrag ausgeführt, wollte ich nur sagen. Der Mann ist an Ort und Stelle sicher angekommen. Über Kabel, über Gedöns. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hinter den Kulissen alles für Gerümpel steht und für Technik steht und für Kabel und für Menschen stehen, liegen, arbeiten und ihre Arbeit jetzt dann auch langsam mal einstellen, weil sie auch nicht mehr können. Kamerad sollte langsam da sein, wo man ihn dann auch gleich sieht und vor allen Dingen hört. Wie sieht es denn aus da draußen? Habt ihr Bock auf Kamerad? Ja! Ja! WDR2 Weihnachtswunders 2023 hier in Düsseldorf für euch Kamera! Ich weiß nicht, wie der Typ aussieht. Nochmal einen wunderschönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Düsseldorf, seid ihr gut drauf? Ja! Sehr, sehr gut. Ich bin auch gut drauf. Ich habe euch ein paar Songs mitgebracht und ich freue mich sehr, heute hier das Ganze mit euch zusammen abschließen zu dürfen. Ganz viel Spaß und ich fange einfach mal an. Now I feel alive, and I don't want someone, one only for a night. I was reading now I feel alive, and I just wanna know what you do tonight. I've been getting my heart right, it's been a hell of a ride. I've been feeling so upset, cause no one ever felt right. Yeah, I gotta hit reset, the world is bringing me down. And I'm still trying to figure it out. Yeah, and I don't care as long as we go la da da da. Cause you're so rare, got something like Rihanna na, na. No matter where we'll end up, we go la da da da. Cause you took all the hurt from my heart.
Cause I was feeling now I'm feeling life. And I don't want someone, one only for a night. I was feeding up, now I'm feeding life. And I just wanna know, what you do tonight. Cause I was feeling now I'm feeling life. And I don't want someone, one only for a night. I was feeding up, now I'm feeling life. And I just wanna know, what you do tonight. I was stuck in a nightmare, and now it feels like a dream. Yeah, you're taking me right there. Yeah, you are all that I need. Yeah, you keep taking me high. We'd be like top hands up in the sky. Cause I was feeling now I feel alive. And I don't want someone, one only for a night. I was feeling now I feel alive. And I just wanna know, what you do tonight. Cause I was feeling now I feel alive. And I don't want someone, one only for a night. I was feeling now I feel alive. And I just wanna know, what you do tonight. What you do tonight. Vielen Dank. Es ist schön, hier zu sein und es ist schön, euch alle hier zu sehen, Leute. Wie ich eben schon gesagt habe, ich bin Weihnachtsfan und deshalb freue ich mich natürlich auch sehr, hier quasi auf dem Weihnachtsmarkt gehen zu dürfen und dann noch für so einen guten Zweck. Und ich muss sagen, ich habe es ja eben schon gesagt, meine Familie ist hier und für mich beginnt jetzt wirklich auch die Weihnachtszeit und da sind sie. Und das Schöne für mich ist einfach, irgendwie zusammenzukommen. Und was gehört zu Weihnachten dazu? Natürlich Weihnachtslieder. Deshalb habe ich auch ein paar Weihnachtslieder mitgebracht. Und ich kann euch hier auf meinen Hörern hören. Und deshalb will ich jetzt jeden Einzelnen mitsingen hören. Ich glaube, ihr kennt den Song. Ganz viel Spaß damit. Snow's falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Time for parties and celebration. People dancing all night long. Time for presents and exchanging kisses. Time for singing Christmas songs. We're gonna have a party tonight. I'm gonna find that girl underneath the mistletoe and kiss by candlelight. Room swinging, records playing, all the old songs we love to hear. And all I wish that every day was Christmas. One last way to spend it. Christmas, everyone.
schlafen, Leute. Mann, man macht das ja nicht so oft, so alleine, draußen, akustisch. Jetzt bin ich gerade ein bisschen, tatsächlich fast ein bisschen emotional geworden, wenn ich euch so singen höre hier. Und ich muss das auch generell mal über die ganze Aktion einmal sagen. Ich komme ja aus der Ecke und ich war letztes Jahr auch schon dabei und ich habe es ja gerade schon gesagt, wie sich das entwickelt hat hier alles und wie viele Menschen das unterstützen und auch Schlange stehen, um zu spenden, um was Gutes zu tun, wie wir jetzt 22 Jahre zusammenschweißt, finde ich wirklich richtig schön und richtig geil von euch. Deshalb einmal bitte, bitte einen ganz großen Applaus für diese wunderschöne Aktion hier. Ich mach's euch einfach. Ich möchte von euch nur zweimal den Buchstaben O hören. Melodie mach ich vor und dann singt ihr einfach immer weiter, okay? Es geht so. Oh, 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 oh. Quack. Oh, 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 oh. Sehr schön, aber es geht noch lauter. Ein bisschen ruhiger und versetzt mich immer in eine Zeit, wo bei mir Sachen wirklich nicht gut gelaufen sind. Ich glaube, das passt dann vielleicht auch ganz gut heute an diesen Abend oder generell zu dieser Veranstaltung, weil wir denken hier an Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Vor allem in diesem Fall, was ich auch sehr, sehr, sehr wichtig finde, an Mütter in Not. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit, jetzt, wenn das Jahr zu Ende geht, wird einem auch mal ein bisschen bewusst, egal wie schwierig und wie scheiße das manchmal zu uns war,
Irgendwie haben wir es doch alle sehr, sehr gut. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass wir alle zusammen hier was zurückgeben. Und mit dem Song können wir uns vielleicht mal ein bisschen darauf besinnen, dass auch wenn das Leben manchmal ein bisschen komisch aussieht oder auch wenn Sachen manchmal nicht so ganz so laufen, wie man sich das wünscht, ist es doch eigentlich ganz schön. Und am Ende kommt es irgendwie auf die Menschen an, mit denen wir zusammen sind. Und ja, man findet irgendwie zum Ziel, auch wenn das Ziel dann am Ende anders aussieht als am Anfang gedacht. Und ja, der Song geht an alle Leute, die manchmal das Gefühl haben, das Leben spielt ihnen nicht so in die Karten. Das ist Quatsch. Es geht manchmal nur einfach ein paar Umwege. Und falls ihr noch Akku habt in euren Handys, und falls die Hände noch nicht abgefroren sind, dann haltet gerne mal alle Lichter hoch. Lasst uns hier nochmal Düsseldorf richtig erleuchten. Zum letzten Mal hier bei diesem Weihnachtswunder. Ja, das sieht gut aus. Komm, da gehen noch ein paar Lichter. Ja. Das Song heißt Feind. Ganz viel Spaß damit. Have you just found your way? Are you trying to figure it out? There's nothing you should worry about. Do you know how to behave? Can't you act your age now? You've got the time to do it all. So many ways you found it out on your own. There's so many ways that you will find. You find that there is love in your life. 'Cause you will find our only love delight. Vielen, vielen Dank, das sieht wunderschön aus von hier oben. Do you know what awaits? Will you take it as it comes? You've got the right to do it all, yeah. You can do your own thing. You can do whatever you want. 'Cause that's what life is all about. There's so many ways you find it out on your own. So many ways that you will find. You find that there is love in your life. 'Cause you will find. You find only love to last, girl. Düsseldorf, habt ihr Lust nochmal zu singen? Es hält einen gut warm. Ich mache einfach was vor und würde mich freuen, wenn ihr nachmacht. Das Wort ist nur Feind, Englisch für finden. Und es geht so. Feind, jetzt seid ihr dran. Bisschen lauter. Fire, yeah. Zusammen schaffen wir es, komm. Alle haben den Ton getroffen, geil. Fire, nochmal alle zusammen ganz laut. There's love in your life. 'Cause you will find. You find only love to your lives, yeah. Oh, you will find that there is love in your life. Yeah, you find only love to light you. Oh, you will find that there is love in your life. Yeah, you find out only love.
Vielen, vielen Dank. Wahnsinn, was für eine Stimmung ist. Das ist echt krass, muss ich sagen. Also ich meine, Weihnachtsmarkt ist immer schön, aber ich glaube, das hier ist ziemlich der schönste Weihnachtsmarkt, auf dem ich jemals war, mit den bestgelaunten Leuten. Und es ist wirklich ernst gemeint. Ich war ja wirklich auch schon vor 2 Tagen hier und ich habe so ein bisschen die Stimmung mitbekommen und es ist total geil, wie ihr alle drauf seid, von wie weit teilweise die Menschen auch weg kommen und hier spenden. Das beeindruckt mich total. Und dementsprechend vielen, vielen Dank WDR 2, dass ich dabei sein darf zum zweiten Mal. Ich komme gerne nächstes Jahr wieder. Und der Song ist I Believe. Würde mich freuen, wenn wir nochmal zusammen sind. Blow my mind, blow my mind, blow my mind. Take me high, spin me right round. Don't know why, it's burning me out. I won't get it right, stay at home all night. Out of sight, I'm hiding right now. You telling me, yeah, I got no doubt. Way too tight, I need a time now. I can't get it right, stay at home all night. Cause I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe that someone in my bed is not enough. And I believe I'll fall asleep and fall in love. And I believe it's only in my head. Come on. Cause I believe I'll fall asleep and fall in love. And I believe that someone in my bed is not enough. And I believe I'll fall asleep and fall in love. And I believe it's only in my head. Blow my mind, blow my mind now. Every night I'm on my way down. You're so high, my feet on the ground. Can't get it right, all alone tonight. It's been too long, and a tough time, but with you, I've tried. It felt so wrong, you felt so right, felt out of love tonight. Cause I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe it's only in my distant thought. Cause I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe that someone in my bed is not enough. And I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe it's only in my head. Und ich lasse euch nicht, oder ich gehe nicht nach Hause und entlasse euch nicht, ohne noch einmal zu singen. Und diesmal ist es ganz, ganz, ganz einfach. Ich will einfach das I Believe von euch hören, so laut, dass sich alle, die hier gerade im Auto vorbeifahren oder was auch immer, fragen, was zur Hölle ist in Düsseldorf los? Und jetzt gleich geht's los, ich zähle euch ein, 1, 2, 3, 4, und dann will ich euch singen hören. 1, 2, 3, let's go! I believe I'll fall asleep and fall in love. Come on! I believe there's someone in my bed is not enough. I'd rather fall asleep than fall in love. It's only in my bed. Es geht noch lauter. I'd rather fall asleep than fall in love. There's someone in my bed is not enough. I'd rather fall asleep than fall in love. It's only in my head. Yeah. Vielen Dank.
Das habe ich jetzt schon die ganze Zeit liegen sehen und habe mir gedacht, komm, beim letzten Song zieh ich's auf. Das heißt, auf der einen Seite, ich bin ein bisschen traurig, weil wir zum letzten Song kommen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr, sehr, sehr happy und werde immer aufgeregter, weil wir so langsam zur Verkündung der Spenden so bekommen. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle wirklich von mir Danke sagen, wie es da oben steht, an WDR 2 und an alle Menschen, die es hier organisieren. Wir sind jetzt hier seit 5 Tagen oder wie auch immer drin, aber das geht ganz, ganz, ganz viel länger, die ganze Organisation. Also bitte einen ganz großen Applaus für alle, die es hier auf die Beine gestellt haben. Ich wünsche euch allen schon mal frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und bleibt vor allem gesund. Und ich würde dieses kleine Konzertchen hier nochmal enden mit einem Song, der dem einen oder anderen vielleicht auf die Nerven geht, aber irgendwie gehört es zu Weihnachten dazu. Und ich glaube, ihr kennt alle den Text. Und ihr wisst ja, ich höre euch total gerne singen, weil so ganz alleine ist es sonst total langweilig. Und mit euch macht das mehr Spaß. Viel Spaß mit diesem letzten Song von WDR 2 Weihnachtswunder, zumindest dem letzten Live-Song. Und noch einen wunderschönen Abend euch. Bis dahin,
Sache Musik. Ich meine, ihr habt euch ja ganz viele Musikwünsche hier ausgedacht und über 50.000. Wir haben jetzt tatsächlich mal die, ja, die etwas, wie soll ich sagen, die meistgewünschten. Also wir haben gleich den meistgewünschten, aber ich finde vorher, weil wir in Düsseldorf sind. Oder? Oh! Oder? Und ja, wir haben mal geguckt, was wurde denn so am allerhäufigsten gewünscht. Ich kann sagen, Platz 2 war Chris Rea, Driving Home for Christmas. Was Wunder. Wer möchte Platz 1? Ich glaube, es ist Roberto Blanco.
Feliz Navidad! Ja, Dankeschön, ja. Knapp daneben. Es war knapp daneben, es sind die Popes geworden. Wir haben gerechnet und ich glaube, jetzt rechnen wir nochmal. Und wir haben alle gesagt, der Bug letztes Jahr war nicht bei uns. Die Ehre gebührt dir. Oh, was für ein Feind dazu. Das passt zusammen, was wir hier miteinander alles gesehen haben, wie wir hier miteinander sind. Dann kommen jetzt
zusammengekommen. Und das sind jetzt zwei, drei Umschläge, die da reinfallen. Thank you.
verrückteste Tag in meinem halben Leben ever. Kluger Satz kam auch von einer älteren Hörerin, die sagte, man sieht nur mit dem Herzen richtig. Und wir haben viel gesehen, so gesehen, und ihr habt viel Herz gezeigt. Danke dafür! Wir haben in den letzten 5 Tagen so viel Liebe erfahren. So viel Liebe erfahren, von der wir wissen, dass sie im Westen unterwegs ist. Es gibt Menschen, die ticken anders. Die sind zwar lauter, aber die sind weniger. Von dem versuchen zu retten in unseren Alltag, denn das ist, glaube ich, irgendwie das Schwierige, dass wir davon ein bisschen was mitnehmen. Wenn wir ein bisschen was davon hinkriegen, dann sind wir schon, glaube ich, ein ganz großes Stück weiter. Ihr Lieben, das WDR2-Weihnachtswunder, das ist ein Riesending. Das ist ein Riesending. Und das sind nicht wir vier, das könnt ihr euch vorstellen. Und deswegen ist es uns besonders wichtig, einmal wirklich euch zu sagen, wer alles dahinter steckt. Fang du an. Wir sagen Danke an D-Live für die Einladung hier auf dem Weihnachtsmarkt und dass das alles so wunderbar funktioniert hat. Eine tolle Unterstützung. Danke dafür. Ganz, ganz herzlichen Dank an das ganze Team Sicherheit und die Humanitäter. Wir waren nie alleine. Und das ganze Team Glashaus, wir sind vier, aber es gibt so viele mehr. Das Studio, die Kulisse, Wohnen, Schlafen, all das musste geregelt werden. Team Glashaus hat es geregelt. Vielen Dank dafür. Dann auch in Teilzeit Ronja und Thomas, die Interesse. Das Team Verpflegung. Dankeschön. So, auch in Thomas' Interesse das Reinigungsteam. Das ist ein ganz großer Dank gilt unserem ganzen Team Licht und Ton. Wir hatten einen tollen Sound, wir hatten tolle Bilder. Ganz, ganz herzlichen Dank an eure hervorragende Arbeit. Und ihr wisst aus dem eigenen Leben, nichts kann schwieriger sein als ein Nachbar. Deshalb herzlichen Dank an alle unsere Nachbarn da oben auf der Terrasse. Die waren sehr laut und ihr wart sehr gütig mit uns. Schauspielhaus, alle Büroräume drumherum, vielen Dank fürs Aushalten. Wir danken auch der WDR Media Group, die so viel organisiert und auf die Beine stellt. Dankeschön. Und ich glaube gar nicht, was auch unsere wunderbare Redaktion alles tun musste. Unsere WDR2-Wort-Redaktion, und ihr habt gehört, über 50.000 Musikwünsche mussten gesichtet werden, mussten sortiert werden, die WDR2-Musikredaktion. Und die hat eine Dependance hier in Düsseldorf und natürlich in Köln.
Diese ganze Veranstaltung wäre nicht möglich gewesen ohne unser super WDR 2 Event- und Digital-Team. Überall sind sie, alles machen sie. Nichts wäre ohne euch. Ganz herzlichen Dank. Und wir sind immer noch unterwegs. Und wie oft habe ich gehört, hey Mann, ich habe mir in diesen Tagen das Tablet festgeschnallt oder mein Handy ist irgendwie angewachsen. Unser Team Livestream, das wird nicht gemacht. Und senden Radio, Videostream, Fernsehen und Internet. Das ist für euch! So, und jetzt die Menschen, die 8,2 Millionen Euro gerecht aufteilen unter 37 Projekten auf der ganzen Welt. Gemeinsam für Mütter in Not mit der Aktion Deutschland hilft. Dankeschön! Das ist richtig, ja, wir sind von D-Live. Und wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr diese Tage vor Weihnachten hier in Düsseldorf so einzigartig gemacht habt. Und ich glaube, alle hier auf dem Platz und im Stream und überall stimmen uns zu. Das war so was Besonderes und wir sind so unglaublich stolz, dass ihr hier wart, dass wir uns bei euch bedanken müssen. Normalerweise bekommt jeder Künstler, der bei uns eine Sold-Out-Show hinlegt, bei uns in den Venues, bekommt ein Sold-Out-Award. Und das hier war mehr als Sold-Out. Mehr als Sold-Out. So, last but not least, danke euch allen, danke dem wunderbaren Publikum im Radio, vor dem Livestream und hier in Düsseldorf. Ja! Oh, ist das schön. Also, wir wollen das anders sehen. Nein. Also, wenn ihr noch, also, eins kriegen wir vielleicht noch am Ende zusammen. Entschuldigung. Ein schönes Weihnachtslied. Ja, es gibt eigentlich nur ein amtliches, nicht deins, Steffi. Das haben wir ja auch schon. Das haben wir schon so oft gesungen. Das macht nicht nochmal so. Ja. Welches mag es sein? Ich habe einen Text bekommen. Also wir haben euch jetzt so viele Wunschlieder gespielt die ganze Zeit und jetzt machen wir es mal selbst. Ja? Was haltet ihr von einem ganz schlichten, wunderschönen und genau jetzt passenden Stille Nacht? Gesungen vom größten Chor im Westen, nämlich vom Publikum des WDR 2 Weihnachtswunders und Thomas Buch. Wir haben ja der Text über alle Sprachen. Wie sieht es denn bei euch aus? Wir werden euch helfen. Keine Sorge, das haben wir jetzt fünf Tage gemacht. Also. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, heilige Paar. Yeah.
Buch.